Und ab morgen kriegen sie in die Fresse. Wir müssten vielleicht nach Afrika gehen. Und ich glaube, da machen wir noch nicht genug Propaganda dafür. Können Sie jederzeit legal von außen nach Deutschland kommen? Wir haben auch die Nachzugsbedingungen für die Familien verbessert. Ahmad lebt mit seinen beiden Frauen und 6 Kindern in einem kleinen Häuschen im Landkreis Pinneberg bei Hamburg. Das, was die Menschen zu uns bringen, ist wertvoller als Gold. Wie viele Kinder wollen Sie haben? Ich? 10, 20, kein Problem. Wertvoller als Gold. Ihr gibt sie Unterstützung. Sie geben uns Sozialleistungen. Sie geben uns dieses Haus. Betty, sage ich dazu nur. Und das wird ganz schön teuer. Mach mir die Welt wieder, wie sie mir gefällt.